Bei B spricht der Kollege von einer etwas anderen Größe, nämlich, muss ich kurz schauen, von einem sogenannten Verdichtungsverhältnis. Verdichtungsverhältnis. Und wer bei Wikipedia zum Beispiel nachschaut, findet, dass das Verdichtungsverhältnis Epsilon geschriebenerweise VH plus VK durch VK benannt ist. Und VH, das wäre hier der Hubraum, also das wäre diese Größe, VH, und zwar kleines h, und VK oder VC, das Restvolumen, das ist dieses hier oben, VC oder VK, ich bleibe jetzt bei VK. Man kann also sehen, dass der Hub, das verbleibende Restvolumen, in dem die Explosion später dann stattfindet, gekennzeichnet wird durch das Verdichtungsverhältnis. Das meint unser Schreiber aber nicht, denn dieses hier ist stets größer 1 und in der Aufgabenstellung selbst ist das Verdichtungsverhältnis von 1 zu 17 gegeben. 1 zu 17 wäre hier technischer Unsinn. Damit ist die Aufgabe faktisch nicht rechenbar. Falsche Vorgaben, falsche Zusammenhänge, nicht rechenbar. Die anvisierten 10 Punkte sind dahin. Wir können hypothetisch jetzt zu Werke gehen und meinen, dass das Druckverhältnis, was für Verdichter eingesetzt wird, auch bei Wikipedia nachzulesen, P2 zu P1 ist. Und das wäre auch leider falsch geschrieben, würde in diesem Fall tatsächlich heißen 17 zu 1, aber solche Fehler mögen wir vielleicht ja dann nochmal verzeihen.